mich als sehr technischer, begeisterter Mensch und muss alles anfassen, mit dem Kopf einfach auch begreifen, verstehen. War früher ein ganz großer Gegner der Homöopathie. Hab gesagt, was soll das, der Scheiß hier? Was wollt ihr mit dem? Da kriegst du so Kügelchen und das soll irgendwas bewirken. Hahaha. Immer laut und deutlich gelacht. Und mir ging es dann immer schlechter. Hab dann eine Borreliose bekommen und diese Blutkrankheit hat dann immer mehr Beschwerden ausgelöst. So weit, bis ich halt nicht mehr laufen konnte. Mich ans Bett gefesselt worden bin. Und kein Arzt mehr mich wieder auf die Füße stellen konnte. Und das hat halt auch innerlich ganz viel mit mir getan, an mir selbst gezweifelt, an allem gezweifelt, Beziehungen kaputt gemacht, Freundschaften kaputt gemacht, weil es bei mir immer mehr Wut, Aggression und Ängste ausgelöst hat. Bis ich mir dann dort mal irgendwann mal, als ich gar nicht mehr raus konnte aus dieser Verzweiflung, gesagt habe, hey, jetzt mach's doch einfach, kann ja nichts passieren, entweder klappt es oder klappt es nicht. Und so bin ich dann zufällig durch eine Freundin zu der Homöopathie gekommen. Und erst bin ich da ganz unsicher reingegangen und habe mir das einfach nochmal angehört. Und bei der ersten Sitzung bin ich raus, dann hat sie mir Kügelchen gegeben und hat gesagt, kommen Sie wieder in 14 Tagen. Ich, ja, ganz skeptisch, da wieder raus, widerwillig die Kügelchen runtergeschluckt und raus und geschaut, was so passiert. Und zu Hause einfach gewartet und es ist nichts passiert. Dann zum zweiten Mal hin, dann war ich dann so wütend, hab mit ihr gestritten und lautstark gestritten, es kam alles so hoch. Und ab diesem Zeitpunkt hat es irgendwo bei mir Klick gemacht und gesagt, da tut sich was in mir. Es tut sich mehr, es löst sich mehr, ich wäre lockerer und bin bereit, das zu verändern. Und so ist es dann Stück für Stück nach oben gegangen. Ich konnte dann wieder besser laufen, mein Antrieb war wieder da, ich wurde lockerer in mir. Die zwei Menschen in mir, der Widerspruch ging und ich konnte mich wieder fühlen und spüren. Und ich konnte auch wieder dann wieder meine Lieblingsbeschäftigung nachgehen, das Laufen, das Bergsteigen, was vorher nie der Fall war, oder nicht mehr so. Und so bin ich immer wieder meines Erachtens gesünder geworden. Und die Menschen, die mich von damals kannten, wo ich noch im Betrieb eingebunden war und diese Machtstrukturen hatte und alles durchboxte, weil ich ja sehr erfolgreich war, haben mich auf einer anderen Seite kennengelernt. Und er hat auch skeptisch, sehr, sehr skeptisch aufgenommen und dran immer wieder nachgefragt, was hast du gemacht? Wie kommst du dazu? Ich sagte, ich gehe zum Homöopathen. Der, mit dem kann ich reden, der schaut, was ich habe, er geht in mich rein, wir versuchen jetzt miteinander zu lösen, was überhaupt da ist. Nicht einfach nur Medikamente, so wie früher, nehmen Sie das, nehmen Sie das, nehmen Sie das, da eine Spritze, da eine Kur, da ein Krankenhausaufenthalt. Nee, wir machen das zusammen. Das ist eine Kooperation mit uns beiden und das funktioniert. Und jetzt ist es so weit, dass Leute herkommen und mich fragen, was machst du denn, wie machst du das? Was tust du da? Ich sag, dann gebe ich dir den Rat, geh doch mal, lies erstmal. Ich habe da so eine Broschüre mir ausdrucken lassen und das verteile ich dann. Und der, wo das mag oder dran glaubt oder für sich sagt, ich erkenne das oder ich habe einen Leidensweg hinter mir, der lange gedauert hat und auch gesehen hat, dass viel kaputt gegangen ist in der Zeit. Das hat mich ja so zum Umdenken gebracht, weil es ganz viel kaputt gegangen ist im sozialen Umfeld. Und ich bin sehr überzeugt, dass die Homöopathie sehr gute Dienste leistet. Dass es ein längerer Weg ist und ein, in sich auch ein Glaubensweg. An sich selber zu glauben, sich wieder zu stärken, die eigenen Kräfte wieder zu mobilisieren. Das ist so mein großer Fakt und diesen Weg gehe ich weiter. Es hat ganz viel verändert in meinem Leben und ich bin sehr stolz darauf.